Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sommerferien, endlich sind sie da. Zeit der Ruhe, der Erholung, endlich mal ausspannen. Doch, stopp. Dieses Jahr ist ja irgendwie alles anders. Vielleicht nicht ganz so anders, wie wir das schon befürchtet hatten, aber irgendwie doch anders. Verantwortlich leben, mit den neuen, alten Freiheiten umgehen, darum wird es in den nächsten Wochen gehen. Und verantwortlich leben als Christinnen und Christen in dieser Welt, das ist auch das Thema dieses vierten Sonntags nach Trinitatis. Wie gut es tut, wenn man Lasten teilen kann, das haben die letzten Wochen erst recht gezeigt. So wie es im Wochenspruch zeigt, heißt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Machen wir unsere Herzen weit, damit Gott einziehen kann, denn seine Güte und Treue ist an jedem Morgen neu. Beten wir gemeinsam mit Worten des 85. Psalms. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagt seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Kommt, lasst uns anbeten. Lasst uns beten. Gott, bist du da, wenn Angst uns überfällt, vor dem Heute, dem Morgen, dem Übermorgen? So vieles haben wir nicht in unserer Hand. Du, Gott der Liebe und Barmherzigkeit, nimm dich unserer Ängste an, gib uns Zuversicht, hilf uns, barmherzig zu sein und einander beizustehen. Hilf uns, uns gegenseitig so anzunehmen, wie du uns angenommen hast. Amen. Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Lukas im 6. Kapitel. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit diesem Maß, mit dem ihr messt,
wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Halleluja, es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und loben. Halleluja. Bekennen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber am 28. Juni war der Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Mit einem Comic hat die Künstlerin Tufix dargestellt, was man tun kann, wenn man Zeuge wird, wenn man einen antimuslimischen Übergriff beobachtet. Der Comic zeigt, wie im Zug eine junge Frau mit Kopftuch angepöbelt wird. Und auf den nächsten Bildern gibt es mögliche Verhaltensweisen. Nähern Sie sich der attackierten Person, seien Sie ruhig und herzlich, fangen Sie ein Gespräch an, bleiben Sie, solange es nötig ist. So verhalten kann man sich natürlich bei jedem Übergriff, egal aus welcher Motivation er erfolgt. Als ich den Comic zum ersten Mal gesehen habe, musste ich unwillkürlich an den Predigttext für diesen Sonntag denken. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen im Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt.
Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja: Die Rache ist meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, ist es, als ob du glühende Kohlen auf sein Haupt anhäufst. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Schon wieder so ein Gutmensch. Gutmenschen. Der gute Geist der Demokratie oder doch eher naive Spinner. Irgendwie seltsam, weil die Verbindung von Mensch und Gut, das klingt ja zunächst erst einmal, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich anderes sagen könnte, gut. Was ist eigentlich gut? Denn im Allgemeinen ist gut ja etwas Erstrebenswertes. Ein Gut im Zeugnis zum Beispiel. Und wenn dann noch ein Sehr davor steht, dann sowieso. Aber am ersten Sonntag in den Sommerferien erlaube ich mir auch gerne den Hinweis auf die alte Binsenweisheit: Vier ist bestanden, bestanden ist gut, gut ist zwei und zwei ist fast eine Eins. Gutes tun, das möchte eigentlich fast jeder. Irgendwem, mindestens sich selbst. Aber Gutmenschen, die werden meist eher als naiv belächelt und ernten eher Hass und Häme als Anerkennung. Warum gilt das, was sie Gutes tun, nicht automatisch für alle auch als gut? Die, die sich aufopfern, die haben wir doch lange bewundert. Mutter Teresa, Martin Luther King, Gandhi. Manchmal sind es auch ganz normale Menschen, die zu Vorbildern werden. Großmütter eignen sich gut, aber natürlich auch Großväter und manchmal auch Lehrer, Lehrerinnen oder Freunde. In den 90er Jahren, als der Begriff Gutmensch aufkam, wurden damit immer die bezeichnet, die nur groß getönt haben, aber eigentlich auch nichts getan haben. Und Heuchler mag ja eigentlich niemand. Aber neuerdings werden auch die damit bezeichnet, die sich für den Umweltschutz, für Gerechtigkeit und Frieden, gegen Rassismus, für mehr Toleranz einsetzen. Trotzdem sind sie vielen unsympathisch. Sind sie so unbeliebt, weil sie anderen einen Spiegel vorhalten und auf das hinweisen, was im Argen liegt? Nun, es gibt auch die, die scheinbar die Wahrheit gepachtet haben. Selbsternannte Experten, davon wimmelt es ja überall. Und sicher ist auch vieles komplexer, als das manche Gutmenschen so glauben. Was man denen dann zeugen könnte, wenn es doch anders ist. Da höre ich Paulus: Hab den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen im Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Das klingt so einfach und ist doch so schwer. Ohne es zu merken, urteilen wir im Bruchteil einer Sekunde. Der oder die ist. Und oft findet man dann beim anderen genau das, was man ohnehin schon wusste. Typisch, war ja klar. Wie überraschend ist es dann, wenn der andere vielleicht doch gar nicht so ist, vielleicht doch ganz vernünftige Ansichten hat. Das persönliche Gefühl von Sorge und Ängsten will ich gar niemandem absprechen. Aber woran kann ich denn gutes Handeln erkennen? Die Sache ist deutlich komplizierter, als man das so denken würde. Gutes, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt, reimte Wilhelm Busch. Aber offenbar reichen der Wille nicht aus. Und das wissen wir auch. Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Wie viel Schlechtes wurde im Namen des vermeintlich Guten schon alles begangen? Und auch die Kirchen können davon ein Lied singen. Und da ist wieder Paulus' Wort in meinem Kopf.
Nun ist natürlich die Situation der Gemeinde in Rom damals eine ganz andere als die heutige. Unsere Gemeinden werden nicht verfolgt, wie die Christen damals in Rom. In anderen Teilen der Welt sieht das anders aus. Die Sorgen unserer Gemeinden sind andere. Vielleicht haben Sie ja in der letzten Woche die Nachricht über die Austrittszahlen im vergangenen Jahr gehört. Mangelt es uns an Glaubwürdigkeit? Oder kommen die modernen Menschen einfach auch ohne Gott aus? Aber nicht nur in der Kirchengemeinde, auch in der Welt werden wir immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Was müsste Paulus uns schreiben? Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. Lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Vielleicht so etwas? Oder ist das auch schon wieder zu gut menschlich? Kirchen gelten ja ohnehin oft als die Moralkeule schwingenden, Zeigefinger erhobenen Besserwisser. Paulus, der alte Moralapostel, weiß aber sehr wohl, dass das, was er schreibt, ein Ideal ist. Soweit das möglich ist. Und manchmal ist es eben verdammt schwer oder sogar unmöglich. Es gibt sie, die Ungerechtigkeit, Verletzung, Enttäuschung und Misstrauen. Und ich bin auch überzeugt, dass manchmal sehr wohl Stellung bezogen werden muss, auch um des lieben Friedens willen. Wenn Menschenrechte und Menschenwürde mit Füßen getreten werden, dann aufzustehen, aufeinander zuzugehen und sich nicht zu entfernen, auch wenn wir etwas nicht verstehen. Sich nicht vom Bösen, der ewigen Spirale von Hass, Neid, Gier und Streit überwinden zu lassen. Vielleicht auch einfach nur mal offen sein für die Ängste, Sorgen und Nöte der anderen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Das ist auch von Paulus und das ist ja auch immerhin schon mal was. Apropos, als 2015 das Wort Gutmensch zum Unwort des Jahres gekürt wurde, hieß es in der Begründung, mit dem Vorwurf Gutmensch, Gutbürger, Gutmenschentum werden Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm oder weltfremdes Helfersyndrom diffamiert. Ich glaube, gerade die letzten Monate haben uns gezeigt, dass unsere Gesellschaft an vielen Stellen von denen lebt, die Gutes tun. Uneigennützig, ohne große Worte zu machen. Einkaufen gehen, anrufen, kleine Zeichen, ich denke an dich, du bist nicht allein. Lichtblicke in dunklen Zeiten. Eine Hilfe, Neid, Angst, Not und Schmerz zu überwinden. Vielleicht hat Gott da schon in den Herzen gewohnt und unser Leben ein Stück heller gemacht. Amen. Und der Friede Gottes, der unser ganzes Verstehen übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns trotz all unserer Fehler
immer wieder annimmst und uns neue Hoffnung schenkst. Wir bitten dich für diejenigen unter uns, die in unserer Welt nur das Schlechte sehen können, die nur noch ängstlich und misstrauisch sind. Wir bitten dich auch für die, die um ihre Existenz bangen müssen. Eröffne ihnen neue Perspektiven und stelle ihnen Menschen zur Seite, mit denen sie ihre Sorgen teilen können. Guter Gott, wir bitten dich für uns, dass unsere Augen keine blinden Flecken bekommen, die uns bei anderen immer nur Fehler sehen lassen. Öffne uns die Augen, damit wir auch unsere eigenen Fehler sehen und zu unseren Schwächen stehen. Guter Gott, wir bitten dich für diejenigen unter uns, die im Streit leben. Hilf ihnen zu vergeben, wo andere falsch gehandelt haben, und gib ihnen Mut, einen Neuanfang zu wagen und barmherzig zu sein im Umgang miteinander. Guter Gott, wir bitten dich für die Kranken, die unter der Einschränkung ihres Lebens leiden. Wir bitten auch für die, die sich um ihre Angehörigen sorgen oder um sie trauern. Lass sie nicht allein in ihrem Leiden oder ihrer Trauer. Guter Gott, wir bitten dich für die Menschen, die nicht daran glauben können, dass das, was sie mit ihren Augen sehen können, nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit ist. Öffne ihre Augen für die Spuren, die du in unserer Welt hinterlassen hast und weiterhin hinterlässt. In einem Moment der Stille bringen wir all das vor dich, was uns sonst noch beschäftigt. Und alles legen wir hinein, wenn wir gemeinsam beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geht in die neue Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.